Hallo zusammen, willkommen zu den News 147/21. Herzlich willkommen. Ihr seid heute schon, da steht noch drauf 11.400. Ihr seid nämlich schon 11.490 Abonnenten. Das heißt noch 10 Stück. Und dann haben wir, dann springt das Display irgendwann um auf 11.500. Echt vielen lieben Dank. Eine ganze Menge neue Abonnenten dazu gekommen in den letzten Tagen. Willkommen an die Neuen. Ne? Herzlich willkommen und vielen Dank natürlich an die, die ganze Zeit dabei sind. Echt vielen lieben Dank. Ne? Dann, warum sieht es hier aus, als hätte ich eine Bombe eingeschlagen? Ich hatte ja einige Livestreams gemacht letzte Woche und da haben wir hier den Kasten hier vertratet mit den RGBW-Dimmern in dem Livestream für die Beleuchtung von den Schränken. Gestern haben wir einen Teil gemacht im Livestream und ist eben noch nicht fertig, muss ich irgendwann fertig machen. Ob ich das noch im Livestream mache oder baue es so fertig, muss ich mal gucken. Weil es soll mal so werden, dass hier oben ist ein RGBW-Streifen drin. Den Mölchen hat schon eingebaut, hier unten den hat schon eingebaut, genau. Weil die Drucker waren ja natürlich auch aktiv, da konnte ich halt immer alles machen. Und wenn alles okay ist, soll es dann grün leuchten, wenn Störung ist, rot, ne? Und dann soll noch ein Endschalter hier unten dran. Das heißt, wenn ich die Schublade vorziehe, dann schaltet es um auf weiß, ne? Dass ich richtig sehen kann, wie ist die Qualität und so weiter. Ne? Das kommt dann noch, ist noch eine ganze Menge im Schrank zu basteln, aber muss ja ein bisschen Spannung sein, kommt natürlich noch. Warum steht da oben jetzt so eine Riesentrommel drin, gerade mitten vor allem, ganz einfach. Ich brauchte schwarz und schwarz hatte ich keine kleinen Trommeln mehr, waren gerade nicht lieferbar. Deshalb habe ich die große schwarze Trommel jetzt da vorne vorgestellt, wo der das jetzt hier reinzieht. Ne? Produktneuheiten. Zeige ich euch jetzt mal gerade ein paar Sachen. So, warum baumeln hier merkwürdige Gehäuse mit Klebeband und tausenden Kabeln dran? Das ist ganz einfach. Und zwar hat Loxon Aufbauspots abgekündigt. Und zwar vor allem die Aufbauspots 3. Sind noch nicht mehr lieferbar und deshalb war dann der Wunsch von welchen von euch, können wir eigentlich einen normalen Spot, einen Unterputzspot, irgendwie ein Aufbaugehäuse dafür kreieren, um zu gucken oder das an die Decke zu schrauben. Und dazu, der Drucker druckt gerade das letzte Teil noch fertig, das ist jetzt die finale Höhe hier, die kann man in verschiedenen Höhen drucken, das sind jetzt schräge Adapter. Dann gibt es hier auch gerade Adapter für die Decke zu schrauben, wo man das dann reinschraubt. Das heißt, da muss man im Spot nur die seitlichen Krallen wegschrauben. Es sind zwei Schrauben drin. Baut den Spot in das untere Gehäuse rein. Ganz simpel gemacht. Und schraubt das dann einfach zusammen. Oben kann man die Kabel rausmachen. Hier ist zum Beispiel hier ist der Lochabstand für eine Dose, wenn die an der Decke ist. Oder man kann es auch festdübeln natürlich. Ne? Und natürlich dann hier Schrägadapter. Das war der erste Test. Hier ist dann erst ein Schrägadapter für schräge Decken, um den Spot dann festzumachen. Aber gleich ist das Unterteil ja fertig. Da kann ich euch das mal zeigen, wie das genau funktioniert. Da hinten ist dann der ist heute Morgen gekommen, weil ich habe bisher immer mühsam hier mit dem Infrarotthermometer Temperaturen messen müssen. Und jetzt haben wir einen Datenlogger, der die Temperaturen aufzeichnet. Da habe ich mal angeschlossen, der ist heute gekommen. Der wird später auch in unseren neuen Schrank kommen. Und zwar da an die Wand. Hier hin. Da kommt ein Schaltschrank. Da will ich ja Fronteinbau, mehrere Netzteile drin haben, Labornetzteile, alles hinten drin, da wird eine Lüftungsregelung reinkommen, weil der Schrank wird ja heiß, wenn da ganze Menge Netzteile drin sind und der Temperaturlogger wird da reinkommen und noch so ein paar andere Sachen, dass wir hier mal vernünftig arbeiten können für die Neuentwicklung. Das wird hier hinkommen, ein Rittalschrank, den wir uns selber vorne bearbeiten, den wir bestücken, um mehr Sachen zu machen. Das wird irgendwann eines der nächsten Projekte mal werden, wird noch ein bisschen was dauern, mal gucken, ich muss auch Zeit dafür haben. Und dann haben wir noch was Neues. Und zwar, ich hatte euch ja vorgestellt, die Hutschienenadapter für Nano to Relay 3 und für den Nano DI 3. Und da war die Frage, was ist eigentlich mit dem Nano IOR? Das ist ganz einfach, da haben wir jetzt auch Gehäuse für. Und zwar, ich schnippe hier das erste Gehäuseteil drauf, verdrahte meinen Nano, weil ich alles so brauche,
Das heißt, ich habe hier unten Einführung für Kabel, hier oben verdrahte ihn, wie ich ihn brauche. Nehme das zweite Gehäuse dann, klippe es zur Seite und schiebe es einfach zusammen und dann ist der Nano da drin, schön verpackt. Und hier oben und unten können schön die Kabel raus. Das heißt, ich kann den wunderbar in den Schaltschrank integrieren und das Ganze natürlich dann in Gelb. Ne? Und Option in Weiß. Na, einzeln draufklippen, sonst klappt es nicht. Also auf einmal ist immer ein Durchspiel. So, dann haben wir dann alle Möglichkeiten offen. Den habe ich jetzt andersrum geklipst. Den muss ich um 180 Grad drehen. Machen wir gerade. Das passt ja optisch nicht. Ne? So. Und die Dinger sind im Laufe der Woche dann im Shop verfügbar natürlich. Ne? Und dann mit den Spots. Gucken wir jetzt nach. Der Drucker ist nämlich gerade fertig geworden. So, und zwar, man schraubt bei dem Spot die seitlichen Krallen einfach ab. Ne? Dann schraubt man den Spot hier auseinander. Hier ist die Glasscheibe. Steckt das hier von unten drauf. Und schraubt dann den Spot hier wieder rein. Und zack, ist das hier integriert. Diese feinen Härchen hier, die ihr hier seht, ich habe den jetzt gerade nicht mit dem Heißluftföhn bearbeitet, dann wären die Härchen weg. Schon der Spot eingebaut. Und dann hat man jetzt die Option schräg für eine Decke in allen Winkeln dann. Ne? Oder ich mache den Spot an eine gerade Decke. Das heißt, ich verdrahte ihn, schraube das Teil drauf und schraube ihn drauf. Ne? Etwas mehr als eine Umdrehung an Gewinde. Und dann kann man den hier oben rein. Das ist jetzt hier die knappste Variante, die ich mal getestet habe. Hier ist der Idealfall, wenn man eine Dose natürlich irgendwo oben drüber hat. Ne? Wenn man natürlich jetzt hier oben keine Dose drüber hat, müsste man dann ein höheres Gehäuse wählen, weil sonst wird es hier oben ein bisschen eng mit den Klemmen. Ne? Und dann kann man natürlich dann auch kombinieren. Nehmen wir mal, man macht zum Beispiel jetzt ein weißes Gehäuse an die Decke, macht das Unterteil zum Beispiel ein Anthrazit, anthrazitfarbenes Spot rein oder sowas. Das ist alles dann möglich. Werden wir auch jetzt die Tage in den Shop reinpacken, ein bisschen noch ein paar Bilderchen machen und sowas davon. Und dann hat man alle Möglichkeiten mit einem Spot, aus dem Unterputzspot einen Aufputzspot zu bauen. Ne? Heißt, dieses Gehäuse werden wir dann im Shop drin haben und kann dann hier wunderbar alle Kombinationen machen. Klar, ist ein 3D-Druckteil. Wenn man genau hinguckt, sieht man die feinen Linien hier so drauf, aber wenn das oben an der Decke ist, guckt da kein Mensch mehr hin. Ne? Das ist gedruckt aus PETG und schon hat man dann ein Aufbauspot-Adapter. Wie was die Produkte kommen, dann im Laufe der Woche, wenn alles klappt, in den Shop rein. Und hier oben die beiden Drucker, die produzieren jetzt gerade die Gehäuse für den Nano I.O. Ne? So, und hier hatte ich euch schon letztes Mal gezeigt, wo die Ständer standen. Wo der Papa hier, wenn wir unterwegs sind, hat er aber hier ein Stück dran gebaut. Vergrößerung von unserem Lager vom Shop. Ne? Aktuell ist der Papa gerade oben dran am Arbeiten, dass das Dach oben drauf ist. Macht er morgen den Rest noch fertig, dass wir da auch ein bisschen Staufläche noch haben. So, die Wand ist geöffnet, wo die Sortierstation dran war. Und da geht es dann hinten raus. Hinten vor Kopf haben wir halt schon noch so eine Scheibe übrig, die haben wir da reingestellt, dass man auch sehen kann, wer vorne in die Tür reinkommt. Da stehen ja schon ein Schwung Kästchen noch zum Einsortieren. Brauchen wir natürlich noch ein paar mehr. Aber da kommen dann noch Regale rein. Aber da haben wir schon mal Platz wieder zum Lagern. Hier unten am Boden, und zwar habe ich euch erzählt, früher von der Nachbarshalle, die war ja früher meine Halle. Hier die Halle war ja gemietet damals schon. Und da gab es natürlich früher von der Nachbarshalle hierhin einen Stromanschluss. Jetzt hat das Gebäude natürlich jetzt einen eigenen. Und dieses Kabel wollen wir natürlich nicht wegschmeißen oder einfach abschneiden, weil hier sind eine ganze Menge Kabel abgeschnitten, die früher von der alten Photovoltaikanlage, das ging auch alles früher darüber, das ist jetzt alles ja hier. Und hier kommt noch eine Monster-Abzweigdose hin für das 5x35 Quadrat, bevor wir natürlich die Regale da vorstellen. Das müssen wir natürlich auch noch machen. So, und unsere Sortierstation ist umgezogen nach hier. Hier sind die 3D-Druckteile, die ich über das Wochenende gedruckt hatte und die müssen schon einsortiert werden, in Tüten gepackt werden, wo der Aufkleber ja drauf kommt, wie hier All ADA Nano DI, ne? ADA wie Adapter. Ne? Und ihr macht das komische Vektor drum und hier sind ja unsere Sortierdinger, wo wir unsere ganzen Bausätze sortieren. Wir können ja immer 7 Bausätze sortieren wir hier auf einmal. Hier oben sind die Bauteile, zum Beispiel jetzt hier, was aktuell hier oben drauf steht, sind die Bauteile
von der LOX Cut P2. Und dann kann man die Kästen sortieren. Da hinten sind die ganzen Bauteile. Und dann sortieren wir hier die ganzen Bausätze immer hier drauf. Ne? So, und dann muss ich natürlich hier mal dann auch irgendwann wieder aufräumen. Ne? Und will mir irgendwann noch Unterschränke bauen für Werkzeuge und Zubehör und sowas, alles, was man alles braucht, Messkabel und sowas. Aber das kommt noch. Wir haben ja da Zeit für. Das ist ja nicht so tragisch. Mit der Ordnung geben. Und ich weiß, dann hatten wir geplant, normal morgen sind wir normalerweise, jetzt habe ich ja gesagt, wir fahren nach Böen auf die Montage, machen wir aber auch nicht, weil heute so viele Sachen waren, die ich mir total vergessen hatte. Zum Beispiel heute Mittag hatte ich ein Meeting. Ne? Das habe ich total verpennt, dass das heute Mittag war. Eigentlich hatte ich ganz andere Sachen geplant. Deshalb haben wir natürlich die Baustelle beim Nachbarn und nicht beginnen können, da bei der Brandschadensanierung da die Kabel reinzuziehen, was wir ja geplant hatten. Deshalb machen wir das morgen früh, fahren einen Tag später auf Montage, müssen uns alles noch ein bisschen nach hinten schieben. Momentan ist sehr viel, oder wie eigentlich immer sehr viel. Nur deshalb kommt es hier jetzt nicht großartig weiter, aber ist halt so, muss ich immer so Stück für Stück machen. Aber ist für euch auch interessant, immer wieder was anderes zu sehen. Ne? Nicht immer das Gleiche und dann komplett durchgebaut, sondern wir müssen Stück für Stück arbeiten. Klar, auch sagen wir, die neuen Produkte nehmen natürlich auch Zeit in Anspruch. Und die müssen natürlich alle noch fotografiert werden und das muss alles angelegt werden. Das kommt natürlich noch. Ne? Dass wir das schnellstmöglich im Shop haben, dass ihr euch auch dran erfreuen könnt. Ne? Und hier müssen wir dann gucken, welche verschiedenen Höhen hier wir noch anbieten. Und so Sachen, weil hier gab es natürlich auch einige konstruktive Sachen, zum Beispiel wenn der Spot komplett in dem Gehäuse drin ist, zum Beispiel, dann wäre das Problem ja, der wird natürlich heiß innen drin, die Wärme kann nicht weg. Ne? Da habe ich auch so konstruktive Änderungen gemacht, zum Beispiel der erste Adapter, vielleicht habe ich den ersten überhaupt noch, das war erstmal so ein geschlossener Ring hier so, zum Beispiel. Da habe ich gemerkt, naja, wird schon Richtung 50 Grad warm, das wollen wir nicht, wir wollen ja die Temperatur geringer halten. Dann gibt es hier der Jens hat die Sachen für uns konstruiert, wo demnächst jetzt auch die neue Lampe rauskommt. Die Bauteile sind soweit alle da, dass wir da jetzt loslegen können. Auch noch Thema Foto und sowas. Unsere Außenleuchte, die jetzt kommt, die man Boden eingraben kann und so weiter. Und dann kann der Jens den nächsten Adapter konstruiert. Und zwar sind hier unten 0,2 mm kleine Schlitze hier unten drin, die man fast gar nicht sieht. Hier unten am Rand. Und da kann dann Luft durchzirkulieren. Hier innen sind Löcher drin, wo das am Kühlkörper vorbeiströmen kann, die Luft. Und hier oben gibt es dann einen ganz kleinen Schlitz, wo die Luft auch wieder oben raus kann. Ne? Dass im Prinzip eine vernünftige Zirkulation drin ist. Und ich habe da hinten der Spot hier hinten zugeklebt, dass ich gucken kann, was hier für eine maximale Temperatur drin erreicht wird, was für eine Temperatur erreichen wir außen. Dann gibt es ja, wann mit zum Beispiel PETG weicht, zum Beispiel die Temperatur dürfen wir niemals erreichen. Und das sind hier die ganzen Tests, die wir natürlich vorher machen, bevor wir irgendein neues Produkt rausbringen. Wäre schlecht, wenn wir ein neues Produkt rausbringen, könnte es irgendwann wieder rückrufen, das wäre scheiße. Deshalb, es muss ja durchgetestet sein und deshalb dauert es manchmal ein bisschen länger, bis natürlich mal ein neues Produkt rauskommt. Auch mit der Außenleuchte, klar, da ist natürlich ein bisschen ein Materialthema, aber das war auch ein sehr langer Test. Die Leuchte muss wochenlang im Eimer unter Wasser liegen, zu gucken, ist die nach wie vor dicht. Die hat alle möglichen Dauertests im Außeneinsatz und sowas. Funktioniert die Leuchte auf Dauer? Wie warm wird diese Leuchte und so weiter? Diese ganzen Tests dauern, deshalb dauern manche Produkte auch ein bisschen länger. Ne? Und wir sind nach wie vor in der Entwicklung von ganz vielen neuen weiteren Sachen. Auch diese Platine, ich hoffe, dass die Bauteil der Rest im Laufe der Woche noch kommt. Dann gibt es den neuen Bausatz, den ich euch schon nächste Woche hoffentlich vorstellen kann, mit wo ich gesagt habe, wenn man ein größeres Netzteil als 10 Ampere einsetzt, muss ich das irgendwie zwischensichern, was danach kommt, die Dimmer zum Beispiel und sowas alles. Der Bausatz dafür, für die Nachsicherung, für größere Netzteile, ich hoffe, dass nächste Woche der Bausatz verfügbar ist, wenn alle Teile bis dahin da sind. Weil Teile zu kriegen ist momentan nicht einfach. Oft sehr lange Lieferzeiten. Ne? Das ist der Knackpunkt. Und was momentan, Thema habe ich ja gesagt, montags in den News, machen wir immer, was ist lieferbar und was nicht. Ne? Was momentan nicht lieferbar ist gerade, sind von Loxon immer noch die Rauchmelder sind im Rückstand. Fenstergriffe sollen aber kommen, ich glaube in 2, 3, 4 Wochen spätestens sollen die da sein. Rauchmelder sollen leider noch länger dauern. Sorry, haben wir schon einige von euch bestellt, die darauf warten. Kann nichts für, bei Loxon dauert das länger. NFC-Code-Touches haben momentan Lieferzeit. Da hakt es gerade dran. Und wo es von uns eigentlich gerade nur dran hakt, das sind die blauen Stecker für die Extensions zum Nachrüsten. Und ich hoffe, dass auch die Stecker, bisher habe ich ja gesagt, es gibt ja demnächst neue Stecker, die wir da im Programm haben.
Das habe ich so schön, habe ich das im Livestream immer schon davon gezeigt und finde es jetzt schon immer in meinem Chaos. Ne? Stecker, die ich auf die jetzt auch von vorne drauf stecken kann, mit Kabelabgang nach unten auf die Extensions in den drei Farben: Orange, Grün und Blau. Da fehlen auch noch welche von. Die habe ich im Oktober bestellt. Ne? Gut, ist eine Sonderfertigung, weil diese Farben sind jetzt Standard, die müssen gespritzt werden. Und dauert halt eben ein bisschen. Aber die kommen jetzt. Ne? Eigentlich war zugesagt, jetzt vergangene Woche ist sie noch nicht da, hoffe ich, dass sie jetzt diese Woche kommen. Ne? Aber es sollen ja nach wie vor immer neue Sachen kommen, es soll ja nach wie vor Spaß machen. Und deshalb bleibt dem Kanal treu. Und wenn ihr nicht abonniert habt, ne, abonniert den Kanal und denkt dran, natürlich immer einen Daumen hoch geben. Vielen Dank schon mal. Wenn irgendwas Neues kommt, auch wenn der nächste Livestream kommt, kündige ich dann entsprechend vorher an. Vermute ich mal am Wochenende, wenn es zeitig passt, wenn wir nicht auf der Baustelle sind oder Montage, weiß ich schon nicht. Gucken wir dann mal. Und ja, dann würde ich nämlich sagen, bis zum nächsten Video. Ne? Macht's schwer gut. Ne? Ciao. Ne?